Da kommt die Katta mit ihrer CBF 600. Ha! Dabei fällt mir ein, sie hat ja doch gar keinen Kosenamen von mir bekommen. Also nicht die Katta, sondern die CBF meine ich jetzt. Für die Katta ist der Willi ja zuständig und der kommt da hinten mit seinem Auto. Ja, so ist das. Herzlich willkommen, Katta. CBF 600 PC 43. Ihr kennt dieses Motorrad ja von diversen anderen Filmen. Diesen Sommer war sie zum Beispiel schon hier zum Kettenwechseln. Der eine oder andere mag sich vielleicht erinnern. Ja, jetzt ist sie wieder hier zu einer etwas größeren Geschichte. Sie hat genau 49.000 Kilometer drauf. Das heißt, 48.000er Inspektion steht an. Und das bedeutet Ventilspielkontrolle. Das werden wir natürlich machen. Und ja, bei einer Inspektion stellt man natürlich Fehler fest. Aber die haben wir vorher schon festgestellt. Das Lenkkopflager ist im Eimer und muss neu. Und wenn man natürlich vorne alles zerlegt, kommt natürlich auch ein Gabelservice zum Tragen. Ja, das ist also so der Hauptjob. Eine Frontend-Revision und eine Ventilspielkontrolle. Und dafür sage ich, willkommen bei Zams Channel. Die PC 43 ist also sehr ähnlich der CBF 1000F, Doppeläffchen. Und hat auch einen Alurahmen und ja, Einspritzsystem im Vergleich zur PC 38, die ja noch Vergaser hatte. So eine hatte ich ja mal. Gibt es ja auch viele Filme drüber. Die hat also schon die Einspritzanlage, eine ähnliche Einspritzanlage wie die CBF 1000 auch. Und ja, ich denke, sonst wird auch nicht viel zu tun sein, außer dem, was ich eben schon erwähnt habe, weil das Hinterteil, das hatten wir ja vor ein paar Tagen, nein, vor ein paar Wochen erst. Und da ist ja soweit alles in Ordnung. Und deshalb gehe ich davon aus, dass es dabei bleibt, bei dem, was ich gerade gesagt habe. Aber wenn mir natürlich noch irgendwas auffällt, was im Argen ist, wird das natürlich auch bearbeitet, das ist klar. Dann mal ans Würg. Ja, endlich habe ich schon wieder Zeit zum Schrauben. Ein Abend frei quasi. Der Vorspann, den ihr gerade über euch ergehen lassen musstet, ist schon wieder ein paar Tage her, ja. Ja, ich mache also erstmal die Verkleidung vorne ab. Es ist nicht unbedingt nötig, die Verkleidung abzumachen, um das Lenkkopflager zu wechseln. Aber ich tue es, damit man alles schön sieht, damit es gute Aufnahmen gibt. Und außerdem ist es möglicherweise auch für die Ventilspielkontrolle ganz gut, wenn da vorne alles ab ist. Ja, also, wie bei CBF-Modellen immer, wie man es ja kennt, gibt es hier diese Dinger, die man abmachen muss. Oh, sind die fest. Dahinter sind die Schrauben für das Windschild. Dann müssen die Spiegel ab und dann gibt es hier oben zwei Schrauben, die ab müssen. Wie sieht das denn hier aus? Kerle. So. Hier ist rechts und links noch eine. Ach, der Kopf. Alles noch Originalschrauben, sehr schön. Hier müsste eigentlich eine, genau, ein Klettverschluss sein. Wow.
Diese eine Nase hängt wie Sau. Jetzt nicht mehr. Au. Hier habe ich noch eine Verkleidungsniete vergessen. Asche über mein Haupt. Hier an genau dieser Stelle ist noch eine Verkleidungsniete. So. An der anderen Seite sicherlich auch. So, jetzt ist nur noch der Blinkerstecker. Und dann haben wir es. Ja, ist alles sehr CBF-typisch. Man kennt es. Man weiß, wie es funktioniert. Es ist schön. Und es ist sogar relativ sauber darunter. Hier ist noch mit einer Schraube die Nase mit diesem Innenrand hier verschraubt. Die kann man rausdrehen und wieder reindrehen und das ausklicksen. So, jetzt müsste die Umrandung hier raus. Ach, die hat keinen Rastpunkt mehr an dieser Stelle. Die CBF 1000 hat an dieser Stelle noch einen Rastpunkt hier mitten rein. Der geht manchmal schwer raus, hat die 600er gar nicht. So, das ist hier der Stecker für die Lampenmaske. Die Lampenmaske ist jetzt nur noch hier am Geweih fest. Das kann man einfach normalerweise rüberheben und wegtun. Jetzt hängt es doch noch an der Schnur drin. Ach, da ist der Navi-Strom noch dran. So geht's nicht. Freunde der Nacht. Sauerei du machst auf meiner Hebebühne. Das ist das Scheinwerferkabel, das ist vollgelaufen mit Wasser. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Warum passiert das? Hat blöd gelegen einfach. Hat einfach blöd gelegen offensichtlich. Naja, gut, shit happens. Ich lasse es einfach austropfen, beziehungsweise ich mache die Lampenmaske jetzt ab und dann tropft es automatisch aus. Die Navi-Halterung hat hier einen Stecker und wenn man den zieht, dann ist er weg und dann kann man noch die ganzen Kabelbinder, die den Stecker fixieren, beziehungsweise das Kabel fixieren, abmachen. Hier ist auch eins davon, das muss eh ab für den Gabelservice und dann kann ich die Lampenmaske abnehmen. Das verlege ich dann einfach wieder neu. Ist ja keine große Sache. Nicht schlecht gemacht, ob ich das war? Könnte durchaus sein, ich weiß nicht mehr. Ich habe schon so viel gemacht, dass ich es gar nicht mehr weiß, was ich nicht alles schon gemacht habe. So, also. Jetzt müssen wir noch hier dran. Hier und hier. Jetzt müsste es langsam gut sein, oder? Oh, ja. Hier ist auch nass. Hier ist ein Knick im Kabel, ein Bruch. Also ein Bruch in der äußeren Isolierung am Bougierschlauch. Also nichts weiter Schlimmes. Aber da ist auch Wasser drin. So, neuer Versuch des Einfangens der Lampenmaske. Jetzt ja, ein Grinsel. So, jetzt haben wir es ja fast. Jetzt haben wir hier die Matte, die alle CBFs haben. Eine Spritzschutzmatte.
Dann das Kombi-Instrument. Ich überlege gerade, habe ich das Kombi-Instrument mal auf Blau umgebaut? Muss ich direkt mal gucken. Wenn ich das Kombi-Instrument mal auf Blau umgebaut habe, war ich das wahrscheinlich auch mit dem mit der Anschluss des Navis. So, dann schauen wir mal. Ja, ist blau, das war ich wohl. So, dann klemmen wir mal das Kombi-Instrument ab. Ich glaube, ich werde das Geweih dran lassen, sondern nur das Kombi-Instrument ausbauen, damit dem einfach nichts passiert. Genau, das sind hier die paar Schrauben. Für die, die es noch nicht wissen, diese vier Schrauben, aber es ist bei allen CPFs so. Und schon 100-mal gezeigt. Ja, das war es eigentlich schon fast. Jetzt müsste man den Lenkkopf ganz gut abkriegen und alles und die Gabelholme raus sowieso. Das ist kein Problem. Das einzige Problem, was es noch geben könnte, wäre, dass ich hier mit dem Lenkkopf hier an dem Träger für die Bremsleitung nicht vorbeikomme. Aber das sehe ich ja gleich. Jetzt kommt das Schutzblech. Ja, man sagt immer, Verkleidungsschrauben niemals mit dem Schlagschrauber aufmachen. Aber wenn man weiß, was man tut und es vorsichtig macht, ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Denen passiert nichts. Nur wenn man einmal abrutscht, dann sieht es scheiße aus. Ja, als nächstes das Vorderrad. Das beginnt mit den Bremsen. Mit Schraubensicherungsmittel gesicherte Schrauben mögen keinen Schlagschrauber, zumindest nicht im ersten Losbrechen. Danach ist es kein Problem. Ah, wo ich gerade den 12er drauf habe, mache ich die auch gerade. Die müssen auch ganz raus, wegen des Gabelservices. Und der Rest geht elektrisch. Andere Seite auch. Sind, wie es aussieht, exakt die gleichen Komponenten wie bei der CBF1000 auch. Das normale Honda CBS-System, also ganz Standard wie immer. Warum soll man Bremssättel nicht an ihrer Schnur hängen lassen? Der Schnur ist das, also der Bremsleitung ist das völlig egal, völlig egal. Das Zeug wiegt ein paar hundert Gramm und die Bremsleitung, da kann man eine Tonne dran aufhängen. Der Grund, warum man es nicht machen soll, ist ganz einfach der, dass durch das Hängenlassen kann es also eine Hebelwirkung auf diese Schraube geben. Das heißt, diese Schraube könnte sich, wenn man das jetzt so einfach hängen lässt, lösen. Ich habe die Bremssättel jetzt mit Kabelbindern weggehängt, aber nicht aus Angst um diese, sondern einfach, damit sie mir nicht im Weg sind. Und als nächstes kommt das Vorderrad raus. Das heißt, nee, erstmal muss ich dafür sorgen, dass das Ding mir nicht abstürzt, das ganze Motorrad. Das heißt, als nächstes kommt der Scherenheber unter den Motor. Ah ja, das geht ganz gut bei diesem Motorrad. So, jetzt sind wir in the air tonight mit dem Vorderrad. Ja, jetzt habe ich eigentlich einen Fehler gemacht. Es ist kein wirklicher, aber ich zeige es trotzdem. Ich habe jetzt diese Schraube schon rausgemacht, das heißt, die Achse ist nicht mehr geklemmt. Wenn ich jetzt hier an dieser Schraube drehe und versuche, das aufzudrehen, dann kann es also passieren, dass die Achse nicht mehr geklemmt ist, dass die komplette Achse durchdrehen, sich diese Schraube nicht lösen lässt. Also wenn man jetzt keinen Schlagschrauber hat und das ganz normal mit der Ratsche macht, kann es also passieren, dass das Zeug jetzt durchdreht. Das heißt, eigentlich sollte man diese Schraube lösen, bevor man die Klemmung löst. Weil die Klemmungen haben mit dieser Schraube nichts zu tun. Die Klemmungen klemmen nur die Achse und die Schraube geht in die Achse rein. Hat also damit überhaupt nichts zu tun. Das heißt, die richtige Reihenfolge wäre gewesen, die Klemmungen erst, die Schraube erst zu lösen, dann die Klemmungen. Aber mit dem Schlagschrauber ist, wie gesagt, kein Thema.
Dann macht man das einfach so. So, das Vorderrad leicht auflegen, damit die Achse lastfrei oder lastarm gezogen werden kann. Ich nehme meistens so ein Vierkant-Ting. Ja, gut gefettet, alles prima. Schraube am besten gleich wieder reindrehen, damit sie weiß, wo sie hingehört. Und dann weg mit. Ja, gibt es hier irgendwelche Probleme zu erwarten? Die Bremsscheiben. Die Bremsscheiben haben, wie man deutlich sieht, einen ziemlichen Rand. Einen ziemlichen Rand hier oben. 50.000 Kilometer wäre eigentlich noch ein bisschen zu knapp dafür, dass die Bremsscheiben kaputt sein könnten. Ich denke, die sind noch gut, trotz des Randes. Aber ich messe mal nach. Ja, man kann diesen Rand hier schön sehen und es ist fast trivial, aber ich sag's trotzdem nochmal. Und mein Kollege, mein Namensvetter Martin von Nice Eyes 36, dessen Kanal ich auch sehr empfehle, hat das neulich auch wieder gezeigt, dass man mit einer normalen Schieblehre, man nennt ihn auch Messschieber eigentlich, keine Bremsscheiben messen kann, weil man misst automatisch diesen dicken Rand und nicht das, was daraus abgefahren ist. Man misst also an einer völlig falschen Stelle. Es ist allerdings auch so, dass normale Messschieber hier eine Aussparung haben. Dieser Messschieber hat jetzt gerade keine. Das heißt, hier würde man eine totale Fehlmessung machen, wenn man das mit einem Messschieber misst. Dann misst man nämlich hier oben auf diesem Bereich, wo also nichts abgefahren ist. Und genau dieser Bereich ist ja den, den ich nicht messen will, sondern ich will den abgefahrenen Bereich messen. Und deshalb, ja, es ist trivial, nimmt man eine Mikrometerschraube, mit der man an der richtigen Stelle messen kann. Und sinnvollerweise sollte man an mehreren Stellen messen, aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass eine Stelle repräsentativ eigentlich ist für alle. So, und das zeigt diese Mikrometerschraube an. Sie zeigt an, sie ist auf Inch gestellt. Wer ist denn da wieder auf die falsche Taste gekommen? Also 3,966, ein bisschen daneben 3,921, ein bisschen daneben 3,937, also 3,9 sind es etwa. 3,9 sind wir und das Verschleißmaß ist 3,5. Das Verschleißmaß steht in der Regel irgendwo auf der Scheibe. Minimum Thickness 3,5 mm. Aber eigentlich ist die Scheibe von der anderen Seite die beanspruchtere, weil hier schlägt der CBS-Kolben zu. Diese Scheibe bremst mit, wenn man die Hinterradbremse betätigt. Deshalb ist bei den CBF-Modellen mit CBS diese Scheibe eigentlich eher das Kriterium. 3,946. 3,943. Ja, es ist genauso. Identisch die beiden Scheiben. Das heißt, die liebe Katha bremst meistens mit der Vorderbremse. Und so gehört sich das ja auch. Also haben wir noch 0,4 bis 0,5 mm bis zur Verschleißgrenze. Und damit wäre das auch geklärt. Das langt noch für die nächste Saison mindestens. Und die Bremsbacken, die Bremsbeläge sind auch noch sehr gut. Die halten auch noch für mindestens die nächste Saison. Und damit kommen als nächstes die Gabelholme raus. Erst oben die Schrauben öffnen, genau. Nicht öffnen, nur leicht lockern. Dann machen wir uns einen 24er Schlüssel mit einem einstellbaren Teil. So, das genügt schon, nur dass es locker ist. Ja, ich weiß, gute Idee. Ich sollte den Tank vielleicht abdecken. Ich habe da schon so eine schöne Tankabdeckung. Warum benutze ich die eigentlich nie? Ziemlich blöd, dass ich das nicht mache. War auch ein Geschenk von einem von euch. Ich vergesse immer, dass ich es habe und benutze es nicht. Danach ärgere ich mich, wenn ich was verkratzt habe. Immer das Gleiche. So, jetzt nehmen wir mal hier das raus. Bah.
So, komm. Ja, dieses Motorrad hat also die Gabelholme von der CBF 1000F, also vom Doppeläffchen, mit der einstellbaren Vorspannung. Und wahrscheinlich hat es auch keine Kartusche, sondern einfach einen Kolben da unten drin, so wie das bei der CBF 1000F auch der Fall ist. Warum auch nicht, Bastjo. Also das Lenkkopflager hat einen Rastpunkt, aber er ist nicht besonders stark. Ich habe da schon sehr, sehr prägnantere Rastpunkte gesehen als diesen. Der ist zwar spürbar, aber ob der TÜV das gemerkt hätte, naja, egal. Gibt's ein neues, kein Thema. Ich mache als nächstes mal den Lenker ab. Das müsste sich eigentlich ganz gut machen lassen, dass man den Lenker jetzt da nach vorne klappt und einfach so da drauf legt. Das sollte ganz gut gehen. Eigentlich. Da komme ich gerade zu einer Navi-Halterung vorbei. Hier an der Stelle gerade so nicht. Ich mache noch mal hier eine kleine Markierung dahin. Einen kleinen Punkt, damit ich die Einstellung besser wiederfinde. Und hier mache ich mit dem Ringschlüssel weiter. Dann kann die Navi-Halterung vielleicht verbleiben. Ja, super Schwerkraft, super. Jetzt bin ich froh, dass ich die Tankabdeckung drauf habe. So, schaue ich, ob ich den Lenker da vorne hinlegen kann, wie ich das geplant habe. Ja, doch, das geht schon. Das geht schon, nur die Bremsleitung ist hier noch am. Die Bremsleitung ist hier noch an der Gabelbrücke fest. Das ist eine Schraube da unten irgendwo, genau. Ich meine, diese Schraube, die hält diesen Bügel und deshalb befreit sich das gerade nicht. Boah. Hätte ich machen sollen, als der Lenker noch fest war, hätte ich am Lenker gegenhalten können. So war es jetzt ein bisschen schwieriger. Aber egal. So, jetzt kann dieses Ding weg und dann kann auch der Lenker davor irgendwie, oder? Ja, geht schon so. Wow. Ist das Geweiht doch im Weg, oder? Oder kann ich es sogar benutzen, um das festzumachen? Aus der Not eine Tugend machen. Uah. Ja, könnte passen. Ja, so habe ich es jetzt also gelöst. Ich habe also den Lenker hier vorne draufgelegt auf das Geweih. Da bleibt er schön hängen. Und jetzt habe ich hier alle Freiheit, die ich brauche an dieser Stelle. Und jetzt wird es nochmal knackig, weil diese Hutmutter ist mit über 100 Newtonmeter festgezogen. 103 oder so normalerweise. Ich nehme hier gleich einen kleinen Hebel zur Unterstützung, weil ich weiß ja sowieso, dass es ohne nicht geht. Ach, das ging direkt. Das war noch relativ leicht. Aber der Hebel war auch lang. So, Hutmutter, wieder keine Scheibe drunter. Gucken, dass wir hierfür auch noch ein schönes Plätzchen finden. Irgendwo über dem Lenker, hier zum Beispiel, genau. Das hängt jetzt hier. Kabel sind nicht überdehnt, alles okay. Das ist das Kabel vom Zündschloss und vom Hiss. Und hier haben wir die übliche Konstruktion. Mit der Auflagemutter für oben, für die Gabelbrücke und der
der Mutter unten für die fürs Lenkkopflager. Ja. Und diese beiden Muttern sind Verträge gesichert gegeneinander, aber sie sind nicht gekontert. Was hier alle, die meinen Kanal schauen, natürlich wissen. Das nehmen wir weg, das nehmen wir weg. Das ist nicht so leicht dran, weil es ist Originallage, das ist mit 25 Newtonmeter angezogen. Und hier muss man dann schon einen kleinen Hakenschlüssel bemühen. Einmal Tank umarmen. Love you, Tank. So, schön. Dieses Teil, guter Zustand, super. Das Lenkkopflager wird aussehen wie immer. Oben die Staubschutzkappe, dann die das obere Lagerträger. Das ist dieses Teil hier. Und dann kommt der Kugelsatz oder vielleicht ein Magnetchen. Mit einem Magnetchen kriegt man den Kugelkranz auch ganz gut raus, glaube ich. So war das doch. Na komm. Genau. Ja, und jetzt kommt der Moment, vor dem ich mich immer am meisten fürchte. Bei CBFs ist das nämlich immer so blöd, auch bei der Tausender, dass das untere Joch, also das, die untere Gabelbrücke hängt auf der Bremsleitung auf. Und das ist jetzt nicht so schön. Und ich weiß nicht, ob es da drin vorbeigeht, weil bei diesem Modell habe ich das so noch nicht gemacht. Also. Ach, das geht aber einfach. Na toll. Gut zu wissen. Jetzt kann ich allen sagen, es geht ganz einfach. Ja, und das ist die Beute bis jetzt. Das kann man auch einfach so abnehmen und da unten dieses Ding wird dann gleich mit dem Abzieher entfernt. Das kennt ihr ja auch alle. Ja, wir haben ja einen Alurahmen und wenn ihr euch an die Operation Doppeläffchen erinnert, da war ja das Ausbauen dieser Lagerschalen, was ich beim Doppeläffchen nicht gemacht habe. Aber ich habe es genau gezeigt, dass das sehr gut supported wird durch die Rahmenkonstruktion, weil nämlich hier an dieser Stelle eine kleine Aussparung gemacht worden ist, wo man also mit etwas von oben durchschlagen kann und die Lagerschalen aufschlagen kann. Und auf der anderen Seite ist es nämlich genauso. Wenn man dann nämlich da durchguckt, kann man diese Aussparungen oben auch schön sehen. Man kann also auf diese Art und Weise schön mit irgendwas Langem da durch und kann die Lagerschalen austreiben. Schön rechts, links, vorne, hinten oder wie auch immer man es nennen mag. Und dann geht es schön einfach an dieser Stelle. Man braucht also keinen Abzieher oder irgendwas bemühen. Man geht also mit etwas Langem hier rein, bis man da oben an dieser Kante anstößt. So. Und dann haut man von unten einfach auf dieses Lange drauf. So sieht das nämlich aus. Und dann kriegt man die Lagerschale raus. Wichtig ist nur, dass man die Lagerschale nicht verkantet. Ganz speziell bei einem Alurahmen wie diesem darf man die Lagerschale nicht verkanten beim Ausschlagen. Das heißt, man muss diese zwei Stellen, vorne und hinten, muss man gleichermaßen bearbeiten, sodass das dann entsprechend funktioniert. Und ich gucke mal, ob ich das jetzt hinbekomme. Ba-ba-ba-da-da. Okay, das ist Nummer 1. Ich habe oben Lappen draufgelegt mit der Konsequenz, dass ich nichts mehr sehe. Auch blöd. So kann es gehen. Das war jetzt wieder vorne, jetzt wieder hinten. Jetzt wieder vorne.
könnte eigentlich mal versuchen zu zeigen, zu filmen, wie das da oben rauskommt. Weil ich kann es ja leider selbst nicht sehen und mich würde es mal interessieren, wie das aussieht. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Ich bin selbst gespannt, ob man das sieht. Ich lege mich jetzt also wieder hier unter das Motorrad und bearbeite das Ganze hier. So, ich hoffe, dass man das gut gesehen hat. Ich war also mit diesem Dorn in diesen Ecken hier drin, habe da von unten gehauen. Ich hoffe, man hat das gut sehen können, aber ich denke schon, müsste eigentlich. Genau die gleiche Konstruktion finden wir jetzt unten in dem Loch vor und ich klopfe von oben und stelle die Kamera unten hin. Mal gucken, ob das auch geht. So, es ist die Hebebühne ziemlich weit hochgefahren, das heißt, ich muss jetzt klettern wie ein kleines Äffchen. Muss dann hoch zum Motorrad und muss von hier oben arbeiten, fast unter der Decke. Aber was tut man nicht alles für schöne Videos? Jetzt ist er weg. Und ich weiß nicht so genau wo, aber ich werde ihn finden. Beziehungsweise ist es eigentlich egal, weil den brauchen wir eh nicht mehr. Das war aber einfach. Es war wirklich einfach. Am längsten Zeit hat es gedauert, die Kameraeinstellung zu finden. Bei diesem Alurahmen ist es schon sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ohne Abzieher, ohne nennenswertes Werkzeug. Jetzt muss nur noch die Lagerschale vom Lenkschaft ab. Da hilft mir wieder mein Parktool CRP2. Was ja die meisten von euch kennen dürften. So sieht das aus. Ich habe es schon 100 Mal angewendet mit diesem Abzieherkranz da unten. Für diejenigen, die es wieder erwarten, doch nicht kennen, das Ding hat also 3 Krallen, wie man hier schön sieht, und hat einen Hohlkörper mit einer Gewindestange oben drin, die über einem Drehkreuz betätigt werden kann. Und jetzt steckt man den Lenkschaft mitsamt der Gabelbrücke da rein. Wenn man am Anschlag ist, muss man hier oben weiter rausdrehen. Und dann steckt man das hier rein. So dass die Krallen hinter die Staubschutzmanschette kommen und dann dreht man die Krallen zu, petzt dieses Ding quasi ein. Das sieht dann so aus. Man zieht das gegebenenfalls mit dem Imbusschlüssel noch ein bisschen fest. Damit nichts wegrutscht. So kleine Skalen, sodass man sicher sein kann, dass man alle 3 Haken gleichermaßen vorschiebt. Man ist dann üblicherweise bei der vorletzten Markierung bei diesen verschiebbaren Krallen. Die Staubschutzmanschette ist zu diesem Zeitpunkt, wie man schön sieht, schon sehr verbogen und natürlich kaputt. Aber das ist durchaus gewollt. Und dann dreht man ihm den Hahn zu. Ups.
Und das Ergebnis ist bekanntermaßen ja auch immer das gleiche. Eine entfernte Lagerschale. Ich weiß nicht mehr, was dieses Tool gekostet hat. Es war deutlich dreistellig, aber es ist jeden Cent wert, jeden einzelnen. Absolut top, dieses Teil. Und wie immer, und auch das hat ja Tradition hier auf dem Kanal, schauen wir uns die Lagerschalen an. Das ist also die von oben reingesteckt war. Hier kann man nicht viel erkennen vom Verschleiß. Das sieht eigentlich normal und gut aus, aber die obere... Das obere Lager hat sowieso kaum was zu tragen. Das Hauptgewicht wird ja vom unteren Lager getragen. Das Hauptfahrzeuggewicht und auch die Bumps, wenn es über die Feldwege geht, bekommt das untere Lager in erster Linie ab. Das obere Lager hat nur Führungsaufgaben. Hier sieht man jedoch schon ein bisschen die Verschleißmarken, die Rattermarken, wo die Kugeln aufgelegen haben. Und speziell das, was wir hier jetzt sehen. Hier an dieser Stelle ist schon offensichtlich das, wo die Mitte war. Der mittlere Rastpunkt. Ja. Naja, ist also wie immer, dass man also sieht, wo die Kugeln lagen. Aber wie gesagt, bei der oberen Schale ist es eh nicht so kritisch. Das untere Schalenpaar ist in der Regel das, was den Ärger macht. Und hier sehen wir eigentlich genau das Gleiche. Ja. Wie gesagt, ich habe schon viel, viel Schlimmere gesehen. Ich habe welche gehabt, die sich viel, viel schlimmer angefühlt haben. Dieses Lenkkopflager ist natürlich nicht mehr okay, aber man kann rangehen, man kann es tauschen. Man sollte. Wir haben es getan, aber ja. Dem hätte ich auch noch, wenn nicht gerade TÜV wäre, auch noch ein paar tausend Kilometer gegeben. Aber was soll's, ein Lenkkopflager kostet nichts. Dieses All-Ball-Set, was ich hier immer verbaue, bei diesen Hondas, kostet um die 30 Euro oder so. Da ist alles dabei, alles, was man braucht. Also es ist bestimmt keine finanzielle Indikation, ein Lenkkopflager nicht zu tauschen. Höchstens die Arbeit, die es macht. Aber das machen wir ja mit viel Spaß, wir Hobbyschrauber. Ja, fein. Ja, ich werde mal ein bisschen sauber machen an so gewissen Stellen, denke ich mal. Alles wird gut. Also ich muss sagen, dieses Motorrad ist insgesamt gesehen in einem fantastisch guten Zustand. Leicht eingestaubt an einigen Stellen. Kein Dreck, kein nennenswerter Dreck, kein Rost. Nur leicht eingestaubt. Na gut, ein bisschen Rost da drin vielleicht. Aber insgesamt gesehen ist das absolut super. Da kann man überhaupt nicht meckern. Als würde das ständig gewaschen werden. Aber es hat halt ein Dach über dem Kopf, es ist kein Straßenköter, es ist einfach gut. Innen das Ding mal ein bisschen mit WD-40 coaten. Oder sonst was, ganz egal. Und super. Wipe off the excess, wie es immer so schön heißt. Ja. Den Krümmer müssten wir jetzt natürlich sauber machen und richtig schön polieren. Aber das ist eigentlich nicht, wofür ich im Moment angetreten bin. Ha! Wenn die Cutter jetzt hier wäre und 2-3 Stunden Zeit, dann könnte sie es gerne machen, aber ist er halt nicht. Na gut. Der Kühler ist sehr, sehr gut. Er hat kaum verbogene Lamellen. Er hat extrem wenig Schmutz im Innenbereich und das bei 50.000 Kilometern. Also da kann man echt nichts sagen. Super. Ein paar Fliegenleichen, die werde ich gleich noch mit einer Nylonbürste abbürsten und dann ist es gut. Interessanterweise hat die PC43 ihr Kühlerthermostat hier direkt am Ausgang des Zylinderkopfes. Und hier ist auch der ECT-Sensor, der Engine Temperature Coolant Sensor. Engine Coolant Temperature Sensor natürlich, ja. Genau, und hier ist das Ding angeflanscht.
würde ich nicht unbedingt wechseln wollen. Naja, muss man hier die Schrauben wohl aufmachen, das ganze Ding abnehmen. Dann hoffen, dass man den Kühler, hoffen, dass man das Ding so weit rausziehen kann, dass man da hinten den Schlauch abmachen kann, damit man an die Schrauben hier kommt. Naja, ist schon ein bisschen umständlicher als bei der CB1000, deutlich, ja. Aber na gut, würde auch irgendwie gehen, wenn das müsste. Hier ist auch noch was Interessantes. Hier an dieser Stelle, direkt neben dem Ölfilter zwischen den Krümmer, befindet sich eine Art Kühlkörper. Dieses Kühlsystem bei der 600er hier ist ein bisschen einfacher aufgebaut als bei der CBF1000 oder bei der alten CBF600. Hier befindet sich also kein Wärmetauscher im Spiel, der also Kühlflüssigkeit und Öltemperatur ausgleicht oder die Wärme zwischen Kühlflüssigkeit und Temperatur austauscht. Hier befindet sich offensichtlich eine Art Ölkühler mit Kühlrippen. Sieht fast aus wie ein Lichtmaschinenregler. Aber der Lichtmaschinenregler ist wo ganz woanders, weil den hatten wir vor 2-3 Jahren mal getauscht. Da gibt es auch einen Film drüber. Also das ist nicht der Lichtmaschinenregler, auch wenn er so aussieht. Das ist offensichtlich ein Luftölkühler der etwas kleineren Kategorie. Hier kurz hinter dem Schalthebel sitzt also der Leerlaufsensor, dieses kleine Teil hier. Auch sehr schön zugänglich. Das Ölguckloch hat hier auch eine interessante Form bei diesem Motorrad. Und wir haben hier auch einen kleinen Resonanzkasten an der Airbox, so wie beim Doppeläffchen auch. Man findet schon durchaus Parallelen. Aber an diese Stelle kommen wir noch gesondert hin, wenn das Ventilspiel kontrolliert wird. Da wird hier oben hier alles abgebaut. Ja, Freunde, für heute mache ich mal Feierabend. Ich hoffe, es wird nicht gar zu lange dauern, bis ich hier weiterarbeiten kann. Dann sage ich bis demnächst bei Zams Channel. Macht's gut.